Hey, liebe Blubberfreunde, lasst uns über Bücher reden. Ich möchte euch heute von den Büchern erzählen, die ich im Mai und im Juni gelesen habe. Warum ich diese 2 Monate in ein Video packe, das seht ihr gleich im Folgenden. Denn die Bücher haben sich doch so ein Stück weit durch beide Monate durchgezogen. Ihr habt es in meinem Currently Reading gesehen. Ich habe 3 Bücher zur selben Zeit gelesen, was für mich super ungewöhnlich ist. Wie das Ganze überhaupt zustande kam und wie mir die Bücher schlussendlich gefallen haben, das verrate ich euch jetzt. Privat stand der Monat Mai für mich immer noch zum Großteil im Zeichen des Theaters. Ich stand 10 Abende auf der Bühne, habe 10 Abende lang Miss Osterloh verkörpert, eine großartige Rolle, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Dementsprechend wenig bin ich eigentlich zum Lesen gekommen, dachte ich vorher, aber insgesamt, wenn man jetzt diese 2 Monate zusammenfasst, ja, kann ich euch doch das ein oder andere Buch zeigen. Begonnen hat mein Lesemonat Mai mit einem Glücksgriff. Ich habe gleich zu Beginn des Monats eine neue Reihe für mich entdeckt. Wenn ihr mein letztes Neuzugänge-Video gesehen habt, hier oben ploppt es nochmal für euch auf, dann wisst ihr, dass mich eine Reihe eiskalt erwischt hat. Ich habe ganz zufällig dieses Buch gefunden und zwar in einem Mängelexemplar stand an einem Supermarkt. Ich glaube, ich wäre vor einigen Wochen noch mehrfach an diesem Buch vorbeigelaufen, doch jetzt habe ich zugegriffen und ich bin super glücklich darüber, dass ich zugegriffen habe, denn ich habe angefangen zu lesen und, was soll ich sagen, ich habe das Buch an einem Abend verschlungen. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen und zack, Jamie Shore hatte mich mit ihrer The Last Ones to Know Reihe gefangen. Rock My Heart heißt der erste Band dieser Reihe und hier geht es um Rowan. Rowan ist nicht so wirklich das typische Partymädchen. Sie ist eher der ruhigere Typ. Sie ist Studentin. Sie kann sich für ihr Studium begeistern. Sie lernt auch ganz gerne. Sie lebt in einer glücklichen Beziehung schon seit mehreren Jahren. Sie lebt mit ihrem Freund zusammen und freut sich jetzt aber auf diesen ganz besonderen Abend, den sie mit ihrer besten Freundin Dee verbringen wird. Dee ist nämlich das genaue Gegenteil von Rowan. Sie ist ein Partygirl durch und durch und schleppt ihre beste Freundin mit auf ein Konzert der wohl angesagtesten Newcomer-Band namens The Last Ones to Know. Dieser Abend nimmt für Rowan plötzlich jedoch eine absolut unerwartete Wendung, als sie ihren Freund entdeckt. Ihr Freund, der eigentlich auf Geschäftsreise sein sollte, tummelt sich hier mit einem anderen Mädchen in einer sehr eindeutigen Situation. Rowan flüchtet aus dem Club und trifft vor der Tür auf Adam. Adam ist kein geringerer als der unheimlich attraktive Leadsänger der Band. Er lässt generell nichts anbrennen, hat so einige Groupie-Geschichten am Laufen und ja, versucht sein Glück jetzt natürlich auch bei Rowan. Was dann passiert, damit hätte weder er noch hätte sie damit gerechnet. Und was genau das ist, das müsst ihr selbst herausfinden. Ich habe dieses Buch an einem Abend durchgesuchtet und das lässt durchaus darauf schließen, dass es mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe nur kurze Pausen zum Essen und zum Trinken gemacht und bin dann aber sofort wieder in diese Geschichte hineingesprungen, habe mich reinziehen lassen und hatte eine so unterhaltsame, tolle und fesselnde Zeit mit Rowan und der Band The Last Ones to Know. Eigentlich bin ich kein großer Fan von New Adult Geschichten, da die alle so ein bisschen nach dem gleichen Schema ablaufen und den Protagonistinnen nicht immer sehr viel Hirn zusprechen. Hier haben wir aber eine super sympathische, bodenständige Protagonistin, die viel nachdenkt, sehr verkopft ist und ja, ich habe mich da doch in der einen oder anderen Situation durchaus in ihr wiederfinden können. Ich mochte aber auch dieses Rockstar-Gedönse, diese Atmosphäre mit der Musik, mit dem Rockstar-Image, mit dem Rockstar-Leben, das hat mir unheimlich gut gefallen. Ich habe es genossen, hier mit der Band auf Tour zu sein. Ich habe es genossen, die Annäherungsversuche zu sehen und immer wieder das Ablocken von Rowan. Herrlich, es war wunderbar. Ich habe mich köstlich amüsiert und ja, habe mich hier wirklich so ein Stück weit zwischen den Seiten verloren. Viel zu schnell war ich hier am Ende angekommen und ich konnte nicht anders, als über Nacht eine Notfallbestellung abzusenden an meine Lieblingsbuchhandlung, die mir dann direkt Band 2 und Band 3 dieser Reihe zugeschickt hat. Doch davon erzähle ich euch gleich. Jetzt geht es erstmal mit den Büchern weiter, die tatsächlich im Anschluss an dieses Buch folgten. Die Spuren meiner Mutter von Jodi Picoult habt ihr bereits in meinem Neuzugänge-Video gesehen und auch hier nochmal der Hinweis, das Lesezeichen steckt immer noch in diesem Buch seit Mitte Mai, Ende Mai steckt dieses Lesezeichen hier. Es ist natürlich gewandert, ich habe stetig in diesem Buch gelesen, aber ich komme einfach nicht voran. Eigentlich ziemlich tragisch, denn die Geschichte ist eine unheimlich spannende. Hier geht es nämlich um die 13-jährige Jenna, die nach ihrer Mutter sucht, die vor 10 Jahren spurlos verschwunden ist. Ihre Mutter war oder ist Elefantenforscherin und
Elefanten sind auch ein Grund dafür, warum ihre Mutter damals verschwunden ist. Jenna glaubt nicht daran, dass sie tot ist. Und deshalb sucht sie sich Hilfe bei zwei Personen. Zum einen ist das die Wahrsagerin Serenity, die bereits vor einigen Jahren spektakuläre Vermisstenfälle gelöst hat. Und zum anderen ist es ein abgehalfteter Privatdetektiv, der damals vor 10 Jahren mit dem Verschwinden von Jennas Mutter vertraut war und als Polizist in diesem Fall gearbeitet hat. Diese drei begeben sich nun also auf Spurensuche und versuchen, das Verschwinden von Jennas Mutter aufzuklären. Die Zusammenstellung dieses Trios ist sehr ungewöhnlich und so gestaltet sich dann auch die Spurensuche, die Ermittlungsarbeit. Das Ganze wird gewürzt und untermalt von ganz, ganz tollen Berichten über Elefanten. Auf den ersten 150 Seiten habe ich schon viel über Elefanten in Erfahrung bringen dürfen. Ich habe auch einiges gelernt. In den letzten 2,5 Jahren, ihr müsst wissen, ich bin wirklich ein großer Elefantenliebhaber, durfte ich viel Zeit mit Elefanten verbringen, auch direkt mit Elefanten. Also nicht nur in Form von irgendwelchen Berichten, Geschichten, Dokumentationen, Reportagen etc., was es da so alles gibt, sondern wirklich face to face. Ich habe viel über diese faszinierenden Tiere gelernt. Und das ist auch der Grund dafür gewesen, dass ich zu diesem Buch gegriffen habe. Das Ganze klingt doch echt nach einem tollen Buch, oder? Die Spurensuche, die Charakterkonstellation und dieses ganze Elefantenthema. Für mich eigentlich ein Highlight-Buch, ein potenzielles Highlight-Buch. Und jetzt fragt ihr euch aber, ey Anka, wieso kommst du denn da nicht voran? Wieso steckt dein Lesezeichen immer noch so weit am Anfang? Für mich ist es mein erster PQ und ich war wahnsinnig neugierig und habe mich von Anfang an in ihren Schreibstil verliebt. Sie schreibt unheimlich schön und berührend und aber auch informativ und sie kann sich super toll ausdrücken, was mir richtig, richtig gut gefällt. Was mir wiederum gar nicht gefällt, sind ihre Ausschweifungen. Immer wenn ich das Gefühl habe, dass die Geschichte so ein bisschen Fahrt aufnimmt, schweift sie ab und kommt zu einem anderen Thema oder blickt in die Vergangenheit zurück und dann wird das nochmal intensiver beleuchtet und das Ganze nimmt dieser Geschichte einfach absolut ihre Geschwindigkeit. Ich merke, wie sich mein Lesetempo immer wieder drosselt und ich dann auch anfange mit den Gedanken abzuschweifen, wenn die Autorin hier wieder in eine ganz andere Richtung leuchtet. Vielleicht sind diese Fakten wichtig, also ich gehe davon aus, dass sie irgendwie wichtig sind und mit dieser Geschichte zu tun haben, aber mich stört das total, denn wenn so ein Lesefluss unterbrochen wird, ist es für mich immer unheimlich schwierig, da wieder zurückzufinden. Mit Geschichten, die einfach so dahin plätschern, kann ich überhaupt nichts anfangen und ich bin super, super traurig, dass es hier der Fall ist, denn ich möchte unbedingt wissen, wie es hier weitergeht, was es mit dem mysteriösen Verschwinden von Jennas Mutter auf sich hat. Ich möchte wissen, wie die drei ermitteln und ich möchte auch noch mehr Informationen und tolle Berichte über Elefanten lesen, aber momentan muss ich echt sagen, dass mich dieses Buch eher abschreckt. Dennoch werde ich dranbleiben und ich möchte weiterhin versuchen, dieses Buch zu lesen. Denn wenn ich dann wieder anfange, dann macht es Spaß, bis es dann wieder zu diesem Punkt kommt, in dem es einfach unheimlich langatmig und uninteressant wird. Vielleicht ist es tatsächlich ein Buch, das man so häppchenweise lesen muss. Ich bin gespannt und werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es mir hier weiter mit die Spuren meiner Mutter ergeht. Und ihr werdet dieses Buch sicherlich im nächsten Lesemonat nochmal wiedersehen. Ein bisschen Abwechslung tut gut, oder? Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt den zweiten Band der The Last Ones to Know-Reihe namens Rock My Body. Hier geht es um Dee. Also Rowans Geschichte ist abgehakt und wir finden uns hier an Dees Seite wieder. Dee ist Rowans beste Freundin und wie bereits erwähnt, ist sie das absolute Gegenteil von Rowan. Sie ist ein Partygirl durch und durch. Sie lässt nichts anbrennen. Sie hüpft von einem Abenteuer ins nächste. Sie ist so eine Lebefrau, hat viele verschiedene Männergeschichten am Laufen. Nichts Ernstes, hat aber ihren Spaß und genießt in dieser Art und Weise ihr Leben. Aufgrund Rowans Kontakte zur Band The Last Ones to Know lernt Dee Joel kennen, der ebenfalls in dieser Band spielt. Und Joel scheint irgendwie der männliche Dee zu sein. Auch er lässt nichts anbrennen, auch er möchte keine feste Beziehung, auch er ist ein Lebemann und deswegen passt er auch so perfekt mit Dee zusammen. Die zwei haben sich nicht gesucht, aber trotzdem gefunden, verbringen eine mega geniale Zeit miteinander, haben wahnsinnig viel Spaß. Ja, und dann ändert sich alles, als plötzlich Gefühle im Spiel sind. Natürlich ist es keine Geschichte, die total neuartig ist, die mit einer total neuartigen Thematik aufwarten kann. Dennoch war ich hier wieder voll mittendrin und was ich auch toll fand, also ich fand vieles toll, aber was ich auch besonders toll fand, war, dass sich diese Geschichte total von der Geschichte aus Band 1 unterschieden hat. Ja, die Charaktere tauchen alle wieder auf, ich habe mich riesig über das Wiedersehen mit Rowan gefreut und zu sehen, wie es da bei ihr so weitergeht, aber diese Geschichte hat sich total von der anderen
unterschieden. Hier wird es definitiv körperbetonter, deswegen wahrscheinlich auch Rock My Body. Der Fokus wird hier auf andere Dinge gesetzt, was ich überhaupt nicht falsch finde. Es passt natürlich auf jeden Fall zu dies Thematik und dies aktuellem Lebensstil. Und ich finde es toll, hier so eine Wandlung zu sehen und sie zu beobachten, wie sie plötzlich damit umgeht und wie er auch vor allem damit umgeht. Ich mag diesen ganzen Kosmos, in dem die Geschichte spielt. Ich mag den jugendlichen, kurzweiligen Schreibstil der Autorin und ich war auch hier wieder mittendrin in der Geschichte, wobei ich sagen muss, dass mir Band 1 bisher wirklich am besten gefallen hat. Band 2 war super, betrachte ich auch wirklich als alleinstehenden Titel, aber Band 1 war für mich wirklich ein absolutes Highlight. Trotzdem konnte mich Rock My Body begeistern und ich habe mich schon riesig auf die Fortsetzung, also Rock My World, nee, Rock My Soul gefreut. Bevor ich euch aber von Rock My Soul erzähle, zeige ich euch dieses bunte Buch. Zusammen werden wir leuchten von Liza Williamson. Ist ein Jugendbuch, das sich der Thematik Transgender widmet. Ja, kabum, oder? Wir machen hier einen großen Genresprung, aber dafür stehe ich. Ich liebe diese Abwechslung. Ich liebe es, dass ich beim Lesen in verschiedene Geschichten, in verschiedene Welten, in verschiedene Themenbereiche abtauchen kann. Und deswegen war ich auch unheimlich gespannt hier auf Zusammen werden wir leuchten. Als David 8 Jahre alt war, wurden er und seine Mitschüler von der Lehrerin gefragt, was sie denn gerne sein möchten, was sie werden möchten. Alle haben ihre Wünsche auf Zettel geschrieben, darunter war Feuerwehrmann, Sänger, Fußballer, so diese typischen Wünsche, die Kinder haben und diese Vorstellung, die Kinder von ihrer Zukunft haben. David hat das Ganze ganz anders gesehen, denn er hat auf seinen Zettel geschrieben, dass er gerne ein Mädchen wäre. Jetzt ist David 14 Jahre alt. Sein Körper beginnt sich zu verändern. Er ist in der Pubertät und er weiß, er muss jetzt schnellstmöglich mit seinen Eltern sprechen. Ich durfte feststellen, dass das Ganze für ihn überhaupt nicht leicht ist. Ich war aber auf der anderen Seite auch sehr glücklich darüber, dass er in seinen beiden besten Freunden einen tollen Rückhalt hat, denn die beiden wissen Bescheid und unterstützen ihn, akzeptieren ihn so, wie er bzw. sie eben ist. Mit welchen Problemen David sich hier auseinandersetzen muss, ob er sich seinen Eltern schlussendlich anvertraut und welche Rolle Leo bei dem Ganzen spielt, das müsst ihr selbst herausfinden. Leo ist übrigens der mysteriöse neue Mitschüler an Davids Schule, dem ein eigenartiger Ruf vorauseilt. Er soll nämlich ein bösartiger Schlägertyp sein. Ich runzel die Stirn, ihr seht es denn, wir dürfen immer abwechselnd mal an Davids und mal an Leos Seite sein. Und wenn man Leo kennenlernt, ganz am Anfang, dann kann man überhaupt nicht verstehen, warum die Leute denken, dass er ein Schlägertyp ist. Leo genießt diesen Ruf, denn dadurch lassen ihn seine Mitschüler links liegen. Er ist am Anfang vielleicht so ein bisschen interessant, doch als er sich dann auch dementsprechend negativ verhält, lassen seine Mitschüler schnell von ihm ab. Leo kommt aus ziemlich zerrütteten Familienverhältnissen, will seine Vergangenheit so ein Stück weit hinter sich lassen, hat aber dennoch ein Ereignis aus seiner Vergangenheit, das ihn sehr, sehr, sehr festhält. Was genau das ist, müsst ihr auch selbst herausfinden. Ich habe mich ein kleines bisschen schwer mit diesem Buch getan. Auf der einen Seite war ich unheimlich interessiert und neugierig auf diese Transgender-Thematik, denn ich habe bisher, glaube ich, noch kein einziges Buch gelesen, in dem dieses Thema in den Fokus gerückt ist, in dem man sich beim Lesen auch mehr mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Ich habe mich tierisch hierauf gefreut und war deswegen so ein kleines bisschen ernüchtert, dass es eben auch Leos Perspektive gab. Ich konnte anfangs überhaupt nicht verstehen, warum die Autorin jetzt hier noch so eine ablenkende Geschichte schreibt. Der Fokus sollte meiner Meinung nach komplett auf David liegen, auf seinen Ängsten, seinen Gedanken und seiner aktuellen Situation. Wie spricht er mit seinen Eltern darüber? Wie wird das Ganze in der Schule akzeptiert? Und so weiter und so fort. Ich habe seine Kapitel, muss ich zugeben, mehr genossen als Leos Kapitel, bis zu einem Punkt, als es eine Wendung gab, die mich total überrascht hat, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, obwohl die schon so ein bisschen irgendwie offensichtlich war, aber ich war überhaupt nicht irgendwie in diesem Moment drin, war deswegen total überrascht und plötzlich hat diese Geschichte für mich auch wieder mehr Sinn ergeben. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Meine grundsätzliche Haltung geht aber zu einem Daumen nach oben. Es war ein Buch, das ich interessiert und auch sehr gern gelesen habe. Es ist sehr emotional, also es geht wirklich auf diese Gefühlsschiene, hat mich in einigen Situationen wirklich hart getroffen. Ich habe sehr mitgefühlt und konnte aber auch in einigen Situationen viel schmunzeln. Also es geht hier auch um Freundschaft, um Liebe, um Familienzusammenhalt, um
Ach, um die Jugend, um ganz normale pubertäre Probleme. Es ist ein tolles Buch gewesen für mich. Wenn auch mit diesem negativer Aspekt ist es jetzt nicht, aber ich hätte mir einfach mehr David gewünscht, noch mehr dieses Transgender-Thema. Ja, dennoch ist dieses Buch meiner Meinung nach unheimlich lesenswert und auch sehr, sehr, sehr wichtig, weil es sich eben mit der Thematik Transgender auseinandersetzt und es noch viel zu wenig Bücher gibt, die das tun. Toleranz ist ein unheimlich wichtiges Thema, das hier angesprochen wird, aber genauso wichtig finde ich es, dass die Leser hier eben Informationen aus diesem Buch rausziehen können. Es gibt Erklärungen und man ist wirklich ganz nah dran an den Personen hier, insbesondere an David, und merkt, was er fühlt und wie er sich fühlt und dass es jetzt nicht irgendwie eine Neigung ist oder irgendwas Komisches, sondern dass es für ihn ganz normal ist, dass er ein Mädchen ist und einfach nur ja, den falschen Körper hat. Vor allem einen Körper, der sich jetzt in der Pubertät schlagartig verändert und mit dem er überhaupt nichts mehr anfangen kann. Lasst mich euch noch ganz kurz mündlich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Rezensionsexemplar handelt. Ihr habt es hier oben wahrscheinlich schon irgendwo eingeblendet gesehen. Der Verlag hat mir dieses Buch 2016 zum Erscheinen unangefragt zugeschickt und hat mich weder irgendwie in meiner Meinung beeinflusst, noch bin ich dazu verpflichtet, dieses Buch hier in einem Video zu präsentieren. Ich darf es lesen und ich darf darüber berichten, aber das Ganze hat nichts mit meiner Meinung zu tun und auch nicht mit irgendwelchen Anforderungen, die ein Verlag eventuell gestellt haben könnte. Gott, dieses Thema, das bringt mich noch um den Verstand irgendwann. Wir kennzeichnen uns zu Tode, überall steht Werbung drüber, obwohl es keine Werbung ist. Und das, was wirklich Werbung ist, das rutscht dann doch wieder unten durch, oder? Ist es nicht so? Damit kommen wir zum dritten Band der The Last Ones to Know-Reihe namens Rock My Soul. Kit ist 15 Jahre alt, als sich für sie ein kleiner Traum erfüllt. Auf einer Party trifft sie auf Sean, den Gitarristen der Band The Last Ones to Know, den sie schon seit einiger Zeit ziemlich anhimmelt. Sie liebt es, ihm beim Gitarrespielen zuzugucken und nur aufgrund dessen, dass er so gut Gitarre spielt, hat auch sie angefangen, Gitarre spielen zu lernen. Auf dieser Party kommt sie mit ihm ins Gespräch, die zwei kommen sich tatsächlich auch näher. Kit kann gar nicht glauben, dass sie sogar einen One-Night-Stand mit ihm verbringt, doch dann ist diese ganze Liebelei schon wieder zu Ende. Obwohl Sean versprochen hat, sich zu melden, hat er das natürlich nicht getan und erst Jahre später treffen die zwei wieder aufeinander und das in einer sehr lustigen Situation, denn Kit meldet sich bei einem Casting an, ein Casting, das die Band veranstaltet, also die Band The Last Ones to Know, um einen zusätzlichen Gitarristen zu suchen. Im zweiten Band wurde ich bereits Zeugin dieses Castings, deswegen wusste ich auch, wie dieses Casting ausgeht. Und es ist auch kein Geheimnis, was passiert. Das steht hier hinten in der Kurzbeschreibung drauf. Kit bekommt diese Stelle, beziehungsweise wird neues Bandmitglied von The Last Ones to Know und wird ab sofort Tag und Nacht mit Sean verbringen. Wie Sean darauf reagiert und ob er sie überhaupt wiedererkennt, das solltet ihr selbst herausfinden. Ich habe mich wirklich mit großem Hunger auf diese Geschichte gestürzt und wurde leider ziemlich enttäuscht. So hat meine Liebe für diese Reihe also einen ordentlichen Dämpfer bekommen. Ich habe einige Kritikpunkte und als mir so die einzelnen Punkte beim Lesen aufgefallen sind, konnte ich mich auch gar nicht mehr absolut in diese Geschichte fallen lassen, weil ich immer diese Punkte im Hinterkopf hatte und immer wieder daran erinnert wurde und immer speziell auf diese Sachen geachtet habe. Zum einen waren es Zeitsprünge, unnötige Zeitsprünge. Also ich hätte gern noch mehr aus jeweiligen Situationen mitnehmen wollen. Es waren plötzlich Zeitsprünge drin, gerade am Anfang, dieses Wiederaufeinandertreffen und die erste Zeit, die wurde irgendwie komplett ausgelassen, hatte ich das Gefühl. Es wurde so ein bisschen rückblendemäßig erzählt, was eben passiert ist, aber auch nicht ausschweifend genug. Dann das Thema Musik, das hier eigentlich eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielen muss, weil im beide Protagonisten, also sowohl Sean als auch Kit, eine große Leidenschaft für die Musik, für das Gitarrespielen hegen, kam für mich viel zu kurz. Dass Kit eben die Möglichkeit hat, jetzt in dieser großen Band zu spielen, wurde thematisiert, aber nicht ausreichend genug. Stattdessen waren andere Themen hier wichtiger und ich glaube, der Autorin war es auch viel wichtiger, dass Kit ständig auf ihrer Unterlippe rumkaut. Also ich glaube, die hat gar keine Haut mehr auf der Lippe, so doll, wie sie sich hier auf der Lippe rumgekaut hat. Immer und immer wieder stand das hier in diesem Buch und ich bin fast ausgerastet, weil ich es nicht aushalten konnte. Genauso häufig stand drin, dass sie rot anläuft. Sie muss echt ihr ganzes Leben lang mit einem knallroten Kopf durch die Welt gelaufen sein, so
wie sich das hier anhört. Und dann, was mir ebenfalls negativ aufgefallen ist und was ich so nicht tolerieren konnte, das war das abwertende Geschreibe über die Groupies. Es ist nicht so, dass Groupies in Band 1 und Band 2 nicht thematisiert werden, ganz im Gegenteil, sie tauchen immer wieder auf und sind ein fester Bestandteil dieser Rockband. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie hier in diesem Teil noch viel abwertender betrachtet werden. Da wird den Mädels halt auf den Hintern gehauen und sie werden sehr, sehr, sehr negativ dargestellt. Und das fand ich dann doch falsch und ich konnte das einfach nicht tolerieren. All diese Negativpunkte waren in der Gesamtheit für mich wirklich ein negativer Beigeschmack beim Lesen. Ich konnte mich, wie gesagt, nicht richtig fallen lassen. Ich konnte auch Kids Verhalten überhaupt nicht verstehen. Mit Rowan konnte ich mich identifizieren. Die fand ich irgendwie großartig in ihrer Person. Es hat mir Spaß gemacht. Ich konnte mich nicht mit ihr identifizieren, aber es hat mir Spaß gemacht, sie zu erleben. Und jetzt hier Kit, das totale Gegenteil. Ich konnte nichts mit ihr anfangen. Sie war für mich nicht greifbar, obwohl sie für mich eigentlich von der Grundlage her eher die interessanteste Protagonistin ist. Sie ist mit 4 älteren Brüdern aufgewachsen, liebt die Musik, ist immer schon so ein kleiner Rebell gewesen. Und ich fand sie am Anfang wirklich faszinierend und habe mich so darauf gefreut, sie hier näher kennenzulernen. Doch dann, ihr ganzer Charakter hat mir überhaupt nicht gefallen. Diese ganze Situation mit Sean und wie das aufgedröselt wird und wie sich das zuspitzt und so weiter. Oh, ich fand es einfach nur furchtbar. Der Einzige, der für mich hier so ein Lichtblick in dem Ganzen war, das war Letty. Ich weiß nicht, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Letty, wie auch immer. Er ist auf jeden Fall der schwule beste Freund der 3 Mädels hier. Und er hat diese Geschichte unheimlich aufgelockert. Er hat dieser Geschichte auch mehr Tiefe gegeben, meiner Meinung nach, in den richtigen Situationen. Er hat Kit mal den Kopf gewaschen. Er war derjenige, der mal die Wahrheit ausgesprochen hat. Und er ist für mich so, er ist ja eigentlich eine Nebenfigur, aber für mich spielt er eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle in diesen 3 Büchern und hier ganz besonders. Also hier habe ich ihn wirklich sehr gebraucht und ich bin froh gewesen, dass er eben auch hier weiterhin die Figur des besten Freundes verkörpert hat. Ja, somit hat meine Leidenschaft für diese Bücher einen kleinen Kratzer bekommen. Band 4 der Reihe liegt jetzt hier. Das ist der abschließende Teil meiner Meinung nach. Es geht um den Schlagzeuger der Band namens Mike. Und ich freue mich trotzdem tierisch auf ihn und seine Geschichte und auf einen hoffentlich fulminanten Reihenabschluss. Ich habe gehört, dass Band 4 der beste der Reihe sein soll. Ich freue mich tierisch drauf und werde euch dann auf jeden Fall im nächsten Lesemonat von diesem Buch berichten können. Um euch noch einen kleinen weiteren Ausblick auf den nächsten Lesemonat zu geben, zeige ich euch noch schnell dieses Buch. Das ist nämlich das Buch, das ich aktuell lese. Im Koma von Joy Fielding habe ich im Juni begonnen, bin bei der Hälfte. Und werde es euch auf jeden Fall im nächsten Lesemonat näher vorstellen. Es ist das Gewinnerbuch übrigens meines letzten Subvotings. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir dieses Buch so ans Herz gelegt habt. Ich bin bei der Hälfte, bin bisher wirklich angetan von der Geschichte und freue mich darauf, euch im nächsten Lesemonat mehr über dieses Buch erzählen zu können. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder reingeklickt habt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und vielen Dank, dass ich so schön mit euch über Bücher blubbern könnt. Gutes Stichwort, schreibt mir eure Meinung zu den gezeigten Büchern auf jeden Fall in die Kommentare und verratet mir auch, welche Bücher ihr in den letzten Wochen so gelesen habt. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag und freue mich, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dann!